Exkurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Dialog an Deck Dicke Luft. Wie verändert sich das Stadtklima? Die Diskussionsrunde fand am 3. Juli 2015 auf der MS Wissenschaft in Bonn statt. Dicke Luft heißt das Thema. Wie verändert sich das Stadtklima? Wir wollen mit Ihnen diskutieren, wie sich das Klima gerade in der Stadt verändert, wie der Klimawandel sich auf Städte auswirkt, welche Folgen das für die Städte hat, wie sich die Städte anpassen können, welche Folgen das aber auch für die Menschen hat, für die Gesundheit von uns, für unser Wohlergehen, unsere angenehmes Temperaturempfinden und dergleichen. Wir wollen mit Ihnen zusammen diskutieren, anderthalb Stunden lang, mit diesen drei Menschen hier auf dem Podium, die stelle ich Ihnen vor. In der Mitte haben wir Professor Dr. Heinke Schlünzen, sie ist Stadtklimaforscherin am Institut für Meteorologie der Universität Hamburg. Daneben, ganz hinten, haben wir Joachim Helbig. Er ist Leiter der Abteilung Umweltvorsorge und Umweltplanung und der Stabstelle der Leitstelle Klimaschutz der Stadt Bonn. Und direkt hier neben mir ist Professor Dr. Christian Witt. Er ist Mediziner an der Charité und forscht zu Lungenkrankheiten. Ich würde gerne mit Ihnen, Frau Schlünzen, anfangen. Sagen Sie uns doch, wie verändert sich das Klima der Stadt? Sie haben ganz viel in Hamburg geforscht, aber auch in anderen Städten. Wie verändern sich Städte durch den Klimawandel? Wie die Städte sich verändern durch den Klimawandel, das ist tatsächlich noch gar nicht so richtig erforscht. Ob zum Beispiel umfängliche Anpassungsmaßnahmen stattfinden. Das wäre ja die Städte, die sich verändern. Sagen wir erstmal das Stadtklima, was sich verändert. Ich meinte das Stadtklima. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Untersuchungen zum Stadtklima heute. Und die meisten von Ihnen kennen das sicherlich, dass es eben abends in der Stadt eher wärmer ist als in der Umgebung. Dass man, wenn es regnet, also es gibt Einflüsse auf den Niederschlag, das ist so ein bisschen umstritten, aber wenn es dann regnet, dann ist das in der Stadt immer besonders unangenehm, weil die Stadt eben nicht so gut entwässert wird wie ein natürlicher Boden. Und es gibt die Windfelder, die im Mittel reduziert sind durch die vielen Gebäude, und aber auch gleichzeitig kann es böig sein, und es gibt, was total toll ist an so einer Stadt, es gibt ganz, ganz viele sogenannte Mikroklimate, überall so kleine Ecken mit besonderem Klima, und das macht sich unsere Pflanzenwelt durchaus zunutze, wenn sie nicht ausgerissen wird von pflegenden, besorgten Bürgern. Also das ist schon ganz vielfältig, wie es heute ist, und es gibt sowohl von uns als auch von Kollegen aus Großbritannien oder aus Belgien oder auch vom Deutschen Wetterdienst Untersuchungen, wie sich diese eben ganz zusammengefasst dargestellte Überprägung quasi des mittleren Klimas, wie sich das in Zukunft darstellen wird, wenn wir die Klimaänderungen bekommen. Also dies ist ja jetzt noch alles normal, oder? Das wird das Ganze dann, so ist es vermutlich, in 2050 vielleicht nur ein bisschen, Ende dieses Jahrhunderts, wird das Ganze einfach nur, je nachdem, was wir tun, auf 2 bis 3 Grad höherem Niveau stattfinden. Also einfach nur noch ein bisschen wärmer als jetzt. Und auch der Stadtklimaeffekt, der wird dadurch nicht reduziert, sondern der Stadtklimaeffekt bleibt auch weitgehend unverändert. Das heißt, wenn Sie jetzt diesen Stadtklimaeffekt erklären? Wenn es in der Stadt sowas wie 3 bis 5 Grad, je nach Gegend, wärmer ist als im Umland, dann kommen auch in Zukunft diese 3 bis 5 Grad auf die Klimaänderung hinauf. Und das Ganze entsteht letztendlich, weil wir stark versiegelte Flächen haben und die Gebäude mit ihren Steinflächen, ja, gerade an so einem Tag wie heute, wo die Sonne so gut scheint, das wird alles aufgewärmt, und das ist so wie so ein Kachelofen quasi. Da wird tagsüber ordentlich geheizt und die Wärme wird aufgenommen, und dann am Abend und in der Nacht wird die Wärme wieder abgegeben. Wie so ein gut vorgeheizter Kachelofen funktioniert auch eine Stadt. Und das heißt auch tagsüber in der Anheizphase ist gar kein so großer Unterschied zum Umland. Das ist sogar häufig so, dass die Städte tagsüber überhaupt nicht wärmer sind, sodass man sagen könnte, ja, tagsüber in der Stadt arbeiten ist total gut, ist schön kühl oder wenigstens nicht wärmer. Und abends muss man sich irgendwo zurückziehen,
aufs Land, um dann vielleicht schlafen zu können und unterhalb der 20 Grad zu kommen, die eben sozusagen so ein erster Anfang sind, dass einem das Schlafen ein bisschen schwerer fällt. Und da kann wahrscheinlich mein Kollege was zu sagen. Genau, der darf aber gleich erst was sagen. Ich würde erst mal Herrn Helwig gerne fragen. Wir haben Allgemeines über die Stadt gehört. Wir sind hier in einer bestimmten Stadt, nämlich in Bonn. Wie sieht es hier in Bonn aus? Was ist die klimatologischen Besonderheiten von Bonn und wie wird sich Bonn im Zweifelsfall auch verändern unter dem Klimawandel? Also zum einen, denke ich, nehmen viele wahr, dass sich das Klima in letzter Zeit schon verändert hat. Es gibt natürlich Indikatoren auch, an denen man das messen und belegen kann. Mal ein paar Zahlen vielleicht. Also letztes Jahr, noch nicht lange her, war das wärmste Jahr seit den Aufzeichnungen von 1895. Und wenn man mal ein bisschen länger zurückguckt, in die letzten 30 Jahren, dann sieht man, dass nur an 3 Jahren, und das war das letzte Mal 1996, die mittlere Temperatur oder die Temperatur unterhalb der mittleren Jahrestemperaturen lag. Und in 20 Fällen lag sie über 11 Grad. Also wir haben in Bonn mittlere Jahrestemperatur von 10,3 Grad. Also an diesen Punkten und noch an einigen anderen lässt sich zeigen, dass das Klima sich deutlich verändert, es wärmer geworden ist. Und es gibt eine ganze Reihe anderer Indikatoren, wo das auch spürbar ist, die auch zum Teil wirtschaftliche Ausflüsse haben. Nehmen wir mal ein Beispiel. Bonn ist im Umland oder ein Wirtschaftsfaktor ist zum Beispiel der Obstbau im Umland von Bonn. Und wir sehen, dass seit Mitte des letzten Jahrhunderts sich zum Beispiel die Blühphasen der Obstbäume um 9 Tage nach vorne verschoben haben. Und die Obstbauern haben große Probleme, damit zum Teil auch wieder in Frostphasen reinzukommen. Wir hatten das vor kurzer Zeit, sodass jetzt über Strategien nachgedacht wird, wie man das sehr aufwendig vermeiden kann. Also das Klima ändert sich. Ähnliches trifft auch für den Regen zu. Die Menge hat etwa so um 100, 120 Millimeter zugenommen seit 1895. Und wir merken natürlich eben an dem Beispiel auch mit der Blühphase in der Vegetation, wir merken, dass sich die Zeiten verschieben. Also wir haben für Bonn mal eine Analyse machen lassen, eine Auswertung verschiedener Modelle, um zu gucken, mal relativ kleinräumig kann man für Bonn eine Aussage machen. Zu Ihrer Frage, wie verändert sich das denn vielleicht in absehbarer Zeit und bis Mitte des Jahrhunderts, das deckt sich aber, glaube ich, mit vielen anderen Analysen auch, kann man sagen, dass wir uns mehr Richtung Mittelmeerklima bewegen werden. Das heißt, wir werden trockenere Sommer bekommen und wir werden dafür feuchtere Winter bekommen, die aber milder sein werden und damit auch eine unmittelbare Auswirkung natürlich auch auf das Thema Wohlbefinden. Frau Schlützen hat es ja gerade schon angesprochen, Stichwort mehr Tropennächte und andere Effekte haben. Wunderbar, jetzt haben Sie sehr schön zu Herrn Witt übergeleitet. Herr Witt ist nämlich der Mediziner hier an Bord. Herr Witt, Sie untersuchen seit vielen, vielen Jahren, wie sich das Klima, wie sich der Klimawandel auf Menschen, gerade auf kranke Menschen, auf Patienten auswirkt. Welche Auswirkungen hat es? Vielleicht können wir mit den Gesunden oder generell mit den Menschen anfangen, bevor wir auf die Patienten kommen. Vielen Dank, dass Sie mich das fragen, aber vorab muss ich schon was sagen. Also ich bin schon ergriffen, wo ich hier sitze, so mit dem Rhein und im Unterschied zur Spree, ich bin kein Berliner, aber Hauptstädter inzwischen geworden. Und das finde ich schon, das ist schon klimatisch eigentlich eine gute Bedingung als eine nicht fließende Spree. Aber jetzt vielleicht zu den Menschen. Das ist eigentlich eine Geschichte, die ich erzählen muss, nämlich die, dass dieser Klimawandel oder die Geschichte mit dem Klima weitgehend natürlich in dem Fachgebiet der Klimatologen liegt und die auch die Grundlagen für die Forschung schaffen müssen. Wir als Ärzte zum Beispiel, aber auch andere, sehen uns ja eher so im Rahmen der angewandten Forschung damit bei. Und warum ist das wichtig? Es ist nämlich so, dass wenn die Luft sich erwärmt, wo wir uns nämlich mit befassen, dass sie auch in der Lage ist, mehr Schadstoffe aufzunehmen. Eine warme Luft kann mehr an Schadstoffen, die aus unseren Auspüffen kommen, aus unseren Schornsteinen und anderen Emittenten, dass das mehr aufgenommen werden kann. Und das ist völlig klar. Ich bin Professor für Lungenkrankheiten, habe auch leite eine klinische Abteilung, bin auch klinischer Arzt. Also ich bin kein Klimatologe, der sich mit
Krankheiten beschäftigt, sondern von Hause aus ein klinischer Arzt über Jahrzehnte. Und uns fiel auf, zum Beispiel in diesem Sommer 2006, als das Sommermärchen, wie viele andere das empfunden haben, wir eine hohe Letalität auf unserer Station hatten, auch die Ambulanz, da hatten wir sehr viele heiße Tage, und haben gesagt, okay, das wird da irgendwie zusammenhängen. Und diese Dinge, die haben wir dann auch rausbekommen und auch andere natürlich auf der Welt, dass es zusammenhängt. Wir haben im Sommer 2006 eine übernormale Sterblichkeitserhöhung mit Patienten mit Lungenkrankheiten gehabt. Das war am meisten das Überproportionale, also die zusätzliche Sterblichkeit, aber auch mit kardiovaskulären. Ich sehe die Herrschaften hier sitzen. Dieser und jener wird auch eine Blutdrucktablette heimlich in der Tasche haben, die er morgens und abends nimmt. Das lasse ich mal dabei, ja. Und wir wissen, dass diese beiden großen Krankheitsgruppen eben, dass solche Tage oder Hitzewellen für diese Gruppe besonders gefährlich ist. Und dann gibt es einen schönen Begriff, der heißt vulnerable Gruppe. Also nicht alle, nicht der 18-jährige junge Mann, der zu allem in der Lage ist, wird primär leiden, sondern die vulnerable Gruppe. Und wer ist das? Das sind wir Älteren, wenn ich das so sagen darf, und meist auch die eine Diagnose haben, das heißt auch Kranke. Und diese vulnerable Gruppe, die ist bis jetzt nur grob umrissen zum Beispiel. Wir wissen nicht, wer gehört da wirklich zu. Sind es nur bestimmte Patienten mit bestimmten Krankheiten? Sind es die mehr ab 70 oder sind es die jüngeren Alten? Sind es die mit der ganz schweren Erkrankung? Und dadurch lasse ich mich den Satz noch sagen, dass ich bin Transplantationsmediziner. Also es geht bei mir um Lungentransplantation im klinischen Kern. Und wenn wir sehen, dass die Leute, das ist eine ganz umschriebene Gruppe, die auf der Warteliste, Sie kennen ja die Diskussion von anderer Seite her. Wissen Sie, wenn Sie sehen, dass Sie die Mortalität, also die Sterblichkeit auf der Warteliste für ein Organ auch noch klimatisch beeinflusst ist, dann wissen Sie auch, dass Sie sich damit als Arzt befassen müssen. Das ist nämlich nicht nur Wetter und kommt und geht und eigentlich ist alles so wie immer, sondern es scheint Einfluss zu haben. Und uns ist klar, wenn die Luft wärmer wird, wird sie auch belastender für die Patienten und es gibt große Studien aus europäischen Städten, dass das ganz klar nachgewiesen ist, sowohl südlich der Alpen als auch in den nördlichen Städten. Je höher die Temperatur, umso höher die Rettungsstelle jetzt hier der Universitätsklinik, wir arbeiten ja mit den Kollegen zusammen hier, die ist mehr frequentiert heute als an einem grauen Novembertag zum Beispiel. Und das ist das Entscheidende, weshalb das eine Rolle spielt. Aber dies ist alles bisher nur umrisshaft in der Erkenntnis und viel muss getan werden. Vulnerable Gruppen und Anpassungsstrategien. Wie finden Sie denn heraus, wer anfällig ist für den Klimawandel? Sind es wirklich einfach die alten Kranken oder welche davon? So einfach ist es eben nicht. Danke für die Frage. Wir haben 600 Patienten in den urbanen Krankenhäusern Berlins, also die wirklich auch in der Hitzeinsel, liebe Frau Kollegin, die Sie erwähnt haben, sind. Also Charité Mitte, dort wo ich tätig bin, im Wedding, Urban Krankenhaus, Kreuzberg, also urbane Krankenhäuser, haben wir 600 Patienten durchgeguckt. Wer kommt bei diesen Temperaturen in die Rettungsstelle? Welche Diagnosen? Und das, was rausgekommen ist, interessant. Es sind nicht die Schwerstkranken, die kommen, sondern die mit mittleren, also die praktisch eine chronische Bronchitis nicht von Grad 1 bis 4, die aber Grad 2 und 3 haben. Es kommen Hypertoniker, die auch nicht Hypertonie Grad 4 haben, sondern mittlere schwere Grade. Und jetzt ist das, warum sind die vulnerabler als andere? Vielleicht überschätzen sie sich auch, dass sie weniger die Ruhe einhalten und ich gehe da noch einkaufen. Ach, das mache ich heute schon noch, das schaffe ich noch und schon ist passiert. Nicht? Sie können ja auch an solchen Tagen keinem Patienten raten, wenn der Sie anruft, der hat heute mehr Beschwerden und sagen Sie, ach, kommen Sie doch zu mir in die Sprechstunde. Es könnte der letzte Gang gewesen sein. Also das geht schon nicht. Also geht es auch um Methoden, wie kann man den Patienten trotzdem führen und man kann ihm sagen, bleib in deiner ruhigen, schattigen Ecke, wie hier zum Beispiel am Rhein sitzen. Und gehe jetzt nicht in die hitzegestresste Innenstadt. Vielen Dank. Bevor wir auf das Thema kommen, was können die Menschen wirklich tun, würde mich interessieren, wie kann man die Städte so machen, dass es sich darin noch weiter, trotz steigender Temperaturen, weiter gut leben lässt? Frau Schlünzen. Ja, einige Sachen sind natürlich gegeben. Also die Städte sind ja an bestimmten Stellen und haben dadurch Vorteile, wie Hamburg mit sehr viel Wind oder
Bonn ist vielleicht nicht ganz so bevorteilt und Freiburg, weiß man, ist sowieso sehr, sehr warm, wobei die sich ganz große Mühe gegeben haben, dass die Kaltluftabflüsse noch in die Stadt kommen. Das sind Strömungen, die quasi dadurch entstehen, dass sich das auf den Bergen früher abkühlt und dann fließt so eine Art Strom, so nicht mit der Geschwindigkeit wieder rein, aber langsam in die Ortschaften hinab und kühlt. Das ist da ein ganz wichtiger Effekt. Das heißt, wenn man jetzt eine solche Hangbebauung hat, muss man beachten, dass solche Flächen frei bleiben, dass man dort nicht zubaut. Weil überall, wo es die noch gibt, die sind schon ganz viel zugebaut, aber da helfen sie in Zukunft. Und das Zweite ist, was auch sehr viel angegangen wird, ist sowas wie Entsiegelungen zu machen, dass man einfach mehr natürliche Böden hat. Eine andere Sache, wo man ein bisschen gucken muss, wie das mit der Luftfeuchtigkeit ist, sich mehr Vegetation in die Stadt zu holen. Aber diese Vegetation, die verdunstet auch. Weil sie verdunstet, hilft sie und reduziert die Temperatur. Gleichzeitig kann es aber auch so werden, dass es unerträglich schwül wird. Das muss man wirklich im Einzelfall gucken, ob das tatsächlich was hilft. Und das andere, was, glaube ich, jeder Einzelne auch machen kann für sich, ist einfach wieder lernen, wie man lüftet zum Beispiel. Lernen, dass man, wenn die Sonne stark scheint, durchaus, früher gab es diese Läden, die haben Leute zugemacht. Heute sind die Läden nur noch hübsch, funktionieren nicht mehr, aber manche Leute haben durchaus Außenrohrlos, machen sie dann abends zu. Das ist total kontraproduktiv, weil dann keine Ausstrahlung über die Fensterflächen geht. Dann bleiben die Räume warm. Tagsüber zumachen, keine Sonne reinlassen und das Haus bleibt kühler. Und eben nicht, weil es 30 Grad ist und in der Wohnung ist es aber 26, dann die Fenster aufmachen, weil man den Eindruck hat, der Wind bringt was. Der Wind bringt was, der Wind sorgt für Verdunstung von den Körperflächen und das ist sehr hilfreich. Dadurch kühlen wir uns ab als Menschen. Also morgen sollte es ja oberhalb Körpertemperatur hier in Bonn werden. Achten Sie auf Ihre Verdunstung, damit Sie wirklich Ihre Temperatur reduzieren können. Das ist was ganz Wichtiges. Trinken Sie genug, damit Sie verdunsten können. Aber es ist nicht so, dass wir über diese Vorgehensweise jetzt einfach mal verdunsten zu können oder so, dass wir da das Stadtklima jetzt total verändern. Wir können besser damit umgehen. Wir können gucken, dass unsere Räume weniger warm werden. Wir können gucken, dass wir entsiegeln. Aber manche Sachen sind einfach da. Wir haben zum Beispiel für Hamburg untersucht, was wäre, wenn Hamburg jetzt die natürliche Vegetation wieder hätte. Ja, also gar keine Häuser, alles weg, keine Menschen mehr. Dann reduziert sich die Überwärmung, die so im Sommermittel 3 Grad ist. Denkt man gar nicht von sowas wie Hamburg, nur von, und wir haben ordentlich Wind, ganz anders als hier. Ist im Sommermittel 3 Grad abends, trotzdem, wenn wir die Stadt wegnehmen, bleibt immer noch 1 Grad übrig, weil die Stadt liegt im Tal und die hat bestimmte Bedingungen. Und wir haben keine Kaltluftabflüsse, sondern das liegt im Tal, die Wärme sammelt sich da und das geht nicht weg. Und wir haben, das haben wir nämlich nicht geändert, wir haben einen Fluss, so wie sie auch, die Elbe. Manchmal hat sie auch viel Strömung, wir haben ja Tide. Je nachdem, mal geht die in die Richtung, mal in die andere Richtung. Und wir haben ganz viel Einleitung. Die haben wir auch nicht weggenommen. Wir haben erlaubt weiterhin, dass sich die Wassertemperatur erhöhen kann durch irgendwelche industriellen Einleitungen. Und diese Limitwerte, da hatten wir gerade schon kurz drüber gesprochen, sind bei 28 Grad. Und wenn der Fluss, und die Elbe hat auch 28 Grad, solche Werte haben wir, dann darf nicht mehr Wärme eingeleitet werden. Dann ist es eine wunderbare Zentralheizung, die mitten durch die Stadt geht. Sie hatten gerade eben das Sprichwort Entsiegelung gebracht. Herr Helbig, ich könnte mir vorstellen, in einer Stadt wie Bonn, die ja auch noch wächst, ist es ganz schön schwer zu sagen, wir entsiegeln hier Flächen. Wahrscheinlich geht es doch eigentlich der Trend in genau die Gegenrichtung, Brachflächen wieder zu bebauen, Lücken zu füllen. Bevor ich dazu was sage, möchte ich gerne noch an das anschließen, was die Frau Professor Schlünzen gesagt hat. Im Prinzip ganz viele Tipps ja auch zu Verhaltensregeln, wo man einfach sagen muss, die Wärme kommt oder Änderung kommt. Da muss man sich mit Verhalten ein Stück drauf einstellen. Aber vielleicht nochmal die Perspektive aus der Stadtsicht und von planenden Instrumenten einzunehmen. Was kann man vielleicht aus der Sicht machen?
Zunächst mal festzustellen, Bonn ist im Wesentlichen eine gebaute Stadt. Das heißt, etwa 90% dessen, selbst wenn man ein bisschen nach vorne schaut und guckt, was vielleicht an mittelfristig bis langfristigen Potenzialen an zusätzlichen Wohnbauflächen in dieser, das war Ihr Stichwort, wachsenden Stadt. Es gibt Analysen, wo man sagt, es müssten etwa, um die Zuzüge hier in Bonn zu decken, 1250 Wohnungen jedes Jahr neu entstehen. Das ist ein enormer Druck auf diese Flächen. Haben wir oder gehen wir davon aus, dass zusätzlich eben maximal 8-10%, selbst wenn alle Potenziale ausgeschöpft werden, noch an Flächen vorhanden sind, die als Bauflächen verfügbar sind. Das heißt, wenn wir hier über Änderungen reden, zu gucken, was können wir in der Stadt vielleicht aus planerischer Sicht machen, dann reden wir zunächst mal über gewachsene, gebaute Strukturen und gucken, wie können wir da Einfluss nehmen. Natürlich spielt es eine große Rolle, wenn wir jetzt zu dem Thema nochmal kommen, zu sagen, wie, wenn dieser Druck entsteht, wie werden Lücken vielleicht bebaut oder können Lücken bebaut werden, dann ist eines der Instrumente im Rahmen der sogenannten Bauleitplanung, also der Planung, wenn es um neue Siedlungen geht, um neue Gebäude, zu gucken, wie richte ich diese Gebäude aus, wie orientiere ich die, was bestimmte Hauptwindrichtungen angeht. Da ist eben auch schon ein wichtiges Stichwort gefallen. Wir haben in Bonn ja am Ende der Köln-Bonner Bucht relativ ausgeprägte Kessellage mit dem Ennert hier auf der rechtsrheinischen Seite als Höhenzug und dem Kottenforst auf der linksrheinischen Seite. Und nachts gibt es eben von dort, von oben diese Kaltluftabflüsse und da geht es genau darum, diese Seitentäler, die dafür ganz wichtig sind, um diese kalte Luft in die Innenstadt zu transportieren, nach Möglichkeit erstens freizuhalten. Das ist zum Teil nicht mehr möglich, weil sie bebaut sind. Da muss man vielleicht auch langfristig mal über Instrumente nachdenken, wenn solche Gebäude in die Jahre kommen, vielleicht dann doch nochmal zu überlegen, ob es sinnvoll ist, da ein Gebäude auch mal niederzulegen. Das hat natürlich auch was mit wirtschaftlichen Aspekten zu tun. Und dann geht es eben darum, wenn Gebiete innerhalb der Stadt, zum Beispiel im Rahmen von Umnutzung, da haben wir auch einige Flächen hier in Bonn, neu bebaut werden, dann, und das machen wir auch, über eigene stadtklimatologische Gutachten, dann zu gucken, wie wirkt sich jetzt eine Bebauung aus, was zum Beispiel durch Lüftung dann dieses Neubaugebietes, aber vor allem natürlich auch der bestehenden davor und dahinter angeht. Und wie kann man durch eine gezielte Steuerung, wie gesagt, Orientierung der Gebäude als Ausrichtung zu den Windrichtungen, Geschossigkeit und anderer Parameter, die da eine Rolle spielen, wie kann man da Einfluss nehmen? Also das ist so aus einer Perspektive, wo man als Stadt vielleicht nochmal im Bereich des Bauens gezielt Einfluss nehmen kann. Dann fiele mir an dem Punkt natürlich noch ein, was in letzter Zeit sehr viel gerade in diesem Druck auch zusätzlich Wohnraum zu schaffen getan worden ist, ist der Ausbau von Dachgeschossen. Wir haben viele Dachgeschosse. Ich glaube, wenn hier unter Ihnen jemand ist, der jetzt bei diesen Witterungen irgendwie in einem nicht gut gedämmten Dachgeschoss oder überhaupt nicht gedämmten Dachgeschoss wohnt, der weiß, wovon ich rede, was das heißt. Also auch da kann man natürlich mit Stichwort Wärmedämmung etwas tun, um die Temperatursprünge, die bei solchen Wetterlagen dann da sind, mit einer extremen Aufheizung von diesen Bereichen zu reduzieren. Das geht dann aber eher in so eine bauliche Geschichte rein. Und natürlich kann man im Rahmen der Planung, Stichwort Grünflächen, einiges tun. Bonn ist eine relativ grüne Stadt, auch mit sehr vielen Bäumen und Grünflächen. Geht es aber um Erhalt dieser Flächen. Wir haben auch in den letzten Jahren durch Bebauung Flächen verloren. Es geht darum, im Sommer diese Flächen auch dann so zu pflegen bzw. feucht zu halten. Aber eine reine Grünfläche im Sommer nützt Ihnen gar nicht viel, sondern dann kommt es auf Verdunstung an, um einen entsprechenden Kühleffekt zu erzielen. Und das sind vielleicht mal so ein paar Punkte und natürlich auch wo wir vielleicht nochmal gerade beim Grün bleiben, Möglichkeiten, Dachbegrünung zu machen bei Flachdächern. Also wir haben in Bonn beispielsweise seit 2010 eine verbindliche Vorgabe im Rahmen der Bauleitpläne, wenn neue Gebäude gebaut werden, die Flachdächer mit mehr als 200 Quadratmeter haben, dann müssen sie begrünt werden.
und den Versiegelungsgrad so gering wie möglich halten. Und da gibt es so kleine Steuerungsinstrumente, zum Beispiel durch die Kanalabgabensatzung erhalten Sie einen Bonus. Wenn Sie ein Dach begrünen, was eine bestimmte Auflage hat, dann in der Lage ist, Regen auch eine Zeit verzögert oder zurückzuhalten, verzögert abzugeben. Oder wenn Sie Flächen erst nicht versiegeln bei einem Bau oder bauen die zurück und entsiegeln die, dann brauchen Sie dafür keine Niederschlagswassergebühren zu zahlen, wenn die vorher in den Kanal angeschlossen sind. Das sind so Steuerungsinstrumente, in denen man da in eine Richtung Temperaturreduzierung, Dinge etwas angenehmer zu machen, Einfluss nehmen kann. Und vielleicht noch gerade einen Punkt zu dem, was der Professor Witte auch gesagt hatte. Das ist schon für uns auch eine Herausforderung in der Stadtplanung, nämlich zu identifizieren, wo sind die problematischen, die besonders problematischen Bereiche, die sich in der Innenstadt besonders aufwärmen, die nicht besonders gut durchlüftet sind, die stark versiegelt sind, und das aber dann in Deckung eben mit Betroffenheiten zu bringen. Das heißt, man würde in der Planung nicht hingehen und sagen, an so eine Stelle baue ich jetzt ein neues Altenheim beispielsweise. Also da gibt es dann schon so Überlegungen zu sagen, wo sind besonders betroffene Bevölkerungsgruppen, und versuche ich, solche Planungen dann übereinander zu bringen. Herr Witt, Sie dürfen. Also das war jetzt ein gutes Stichwort mit dem Altersheim. Also die innovative Überlegung in die andere Strecke wäre ja auch die zu überlegen, wie bauen wir das in Zukunft, wo wir nachher alle rein müssen, die wir noch nicht da sind. Wollen wir das haben, wie wir das bisher haben? Oder muss man den Ziegelstein wie aus römischer Zeit noch machen? Oder kann man was Neues machen? Und ich halte das alles für wichtig. Wir haben zum Beispiel solche Ansätze gebracht, das Krankenhaus der Zukunft. Wenn man die Architekten lässt, dann lichtdurchflutete Räume, wo jeder nur einen Schreck kriegt, wenn er da drin ist. Wenn man ein Beispiel nehmen kann, was eben so ein schön adaptiertes Gebäude ist, obwohl das jetzt, ich will nichts durcheinander bringen, aber das ist zum Beispiel, wenn man das Parlamentsgebäude in Athen sieht, da mit den kleinen Fenstern und sehr viel Mauerwerk und dicke Mauerwerk, die haben das so gebaut, wie man das da dann aushält bei der Hitze. Das hat nichts mit der politischen Lage jetzt zu tun. Ja. Aber wir können eben nicht mehr so bauen wie bisher, und wir wenden uns auch in Berlin, man wird in diese Hitzeinseln, also wenn Sie ein Altersheim auf dem Alexanderplatz bauen, wer gibt nicht gerne so seine Adresse an Alexanderplatz Nummer 1, ne? Aber das kann vielleicht sehr kurzweilig sein, denn hat er die größte Hitzeinsel in Berlin, das ist am heißesten. Das ist auch die größte bauliche Verdichtung. Und jede Bausünde, das ist jetzt keine Kritik an Planern und Bauleuten, aber aus der heutigen Sicht ist da ja auch zu alten Zeiten und auch zum Teil zu neuen Zeiten begangen worden. So, also das ist schon mal nichts. Aber die alten Leute jetzt alle an Stadtrand sagen, da ist 3 Grad kühler, da wirst du länger leben. Wird man, sagt er, dann mache ich lieber ein bisschen kürzer, aber intensiv. Also da spielt dann ganz viel noch rein. Aber die Stichworte, die ich ja heute setzen wollte, ist so Krankenhaus der Zukunft. Da sind ja auch die alten Leute, dieselben, die im Altersheim sind. Oder die Seniorenresidenz der Zukunft. Da müssen wir hin, sodass wir das auch wieder urban anbinden. Und dann kommen sie nämlich auch wieder, dass wir interessante Städte weitergestalten. Das sage ich aber jetzt nur aus der Sicht eines Arztes, nicht wahr? Sie haben gerade eben angesprochen, ziehen Sie an den Stadtrand, dann leben Sie 3 Jahre länger. Was bringt denn wirklich dieses, also bringt es etwas, Leute herunterzukühlen oder die Wohnräume herunterzukühlen oder aber Patientenräume herunterzukühlen? Vielen Dank. Also ich sage Ihnen, wir haben jetzt, ich habe Ihnen ja gesagt, wir haben nachgeguckt, wer kommt jetzt bei diesen Hitzewellen oder an Tagen, die heißer sind, das weiß Frau Kollegin Wesser, mit 25 Grad in die Notaufnahmen. Und da haben wir gesagt, gut, wenn die jetzt kommen und nicht am zweiten Weihnachtsfeiertag, dann mag vielleicht eine Klimatisierung zusätzlich zu allem Medikamentösen, also die normale Behandlung dieser Patienten, helfen. Nicht, dass die in den Kühlschrank kommen, aber dass die zum Beispiel, und da haben wir so Klimatechnik wie so ein Kapillarsystem, wissen Sie, wie der Autokühler, es wird wie eine Wand- und Deckentapete heute technologisch aufgetragen, haben wir solche Krankenzimmer und auch dankenswerterweise mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das muss hier auch mal ganz anerkennend und würdigend gesagt werden, umgebaut, sodass wir die Patienten, die also durch Hitzestress in unsere Notaufnahme in Charité Mitte gekommen sind, dann in diese Zimmer gelegt haben, aber als Studie, und haben geguckt, also wer von den Patienten einen kurzen Streichholz in der Notaufnahme gezogen hat, kam in ein übliches, damit nicht klimatisiertes Zimmer, also das, was Herr Kaiser schon gebaut hat dort,
und wer ein Langstreichholz gezogen hat, kam ins klimatisierte Zimmer. Das nennt man Randomisierung. Das ist keine Diskriminierung Berliner Patienten, sondern es ist eine moderne Methode, die Zufallsverteilung dieser Patienten zu haben, weil sonst die sympathischen und jungen Damen kommen ins Klimazimmer, alten Herrschaften unklimatisiert. Das geht natürlich nicht so. Nur mal so als kleine Erklärung. So, und da haben wir gedacht, oh Gott, wer weiß, was da rauskommt, bestimmt gar nicht. Und da gab es auch viele Spötter, aber es ist nach 30 Patienten, das war der Sommer des letzten Jahres, schon rausgekommen, dass die im Klimazimmer waren, wir haben so nach Befindlichkeiten gefragt, also über reine Vitalparameter hinaus, dass die eher nach Hause gehen konnten und auch wollten, als die im unklimatisierten Zimmer. Wir kennen ja ganz schlimme Bilder, wo die Bettdecke, alles ist aufgeschlagen, der Patient kann sich kaum noch helfen, soll nur genesen bei dieser Hitze, wo im Raum, Innenraum des Krankenzimmers auch über 30 Grad waren. Und jetzt erzähle ich die Geschichte, damit werden Sie sie behalten. Und die Geschichte, dass die Klimatisierten nach 5 Tagen nach Hause gegangen sind, so sind unsere Zahlen, 5 Tage stationäre Verweildauer und im Gegensatz zu 7,2 stationäre Verweildauer, nicht klimatisiert. Das habe ich in Denver neulich, wir haben so einen amerikanischen Kongress, da sind bei uns so 25.000 Lungenärzte, so habe ich das vorgestellt. Und dann hat der Vorsitzende hat dann so einen Taschenrechner genommen und wir haben unsere Räume auf 23 Grad eingestellt. Das sagen die Klimatologen, das sei toll, Innenraum 23 Grad. Wenn wir im Winter heizen, ist nicht, bei mir jedenfalls nicht 23 Grad. Aber im Sommer 23 Grad, gut haben wir gesagt, machen wir so. Und da hat der Amerikaner schnell ausgerechnet, gesagt, das sind ja 72 Grad Fahrenheit, das ist ja keine Klimatisierung, das ist ja eine Heizung, was sie da machen. Und wer amerikanische Kongresse oder auch diese Hotels kennt, wo alles auf 18 Grad und wo jeder erkältet ist, wenn nach 3 Tagen Aufenthaltsdauer die Rückreise antritt, das will ich nur mal sagen, war das schwer und ich war einem britischen Kollegen sehr verbunden, der mir zur Hilfe kam, dass also diese Art der Klimatisierung in Europa, in Deutschland und auch in England nicht üblich ist, sondern wir machen das dann, wenn das nötig ist und nicht wahllos alles kühlen, wie als wenn wir irgendwie eine leicht verderbliche Ware wären. Und da ist dann auch bei also Amerikanern, Kanadiern, die diesem Thema sehr aufgeschlossen sind, auch irgendwo was aufgegangen und haben das zum Schluss zumindest nachdenklich mitgenommen. Also 23 Grad Innentemperatur ist ganz viel, um diese kranken Leute zusätzlich in ihrer Rekonvaleszenz zu unterstützen. Herzlichen Dank. Ich möchte Sie alle einladen, sich gerne an der Diskussion zu beteiligen. Wenn Sie Fragen haben, wir haben 2 Mikrofone rumlaufen und da vorne ist auch schon eine Frage. Hier direkt in der 2. Zeile. Sagen Sie uns ganz kurz, wer Sie sind. Sie dürfen vorher noch. Sie sitzt auf dem Podium, deswegen darf sie vorher noch. Doch, geht. Ich würde vorher gerne noch mal was sagen zu den Klimaanlagen. Die sind sicherlich lebensrettend. Aber die sind das, was wir auf keinen Fall einführen sollten mittelfristig. Natürlich kann jeder seine Räume runterkühlen, aber wir brauchen dafür Energie. Können wir die Hoffnung haben, dass die nicht in die Stadt emittiert wird, aber wenn die Energie in die Stadt reingeht aus den Klimaanlagen, dann erwärmen wir die Stadt noch mehr. Das ist überhaupt nicht, also ist völlig kontraproduktiv. Falls jemand von Ihnen mal in den USA oder so war, da haben wir ja diese Fensterklimaanlagen, wenn man da vorbeigeht, denkt man fällt um, es ist sowieso schon warm, da kommt dann nochmal extra warme Luft raus. Und wir haben auch festgestellt, dass diese ganzen Wärmeabgaben, die wir in die Stadt machen, das ist ungefähr 1/3 dieser Wärmeinsel. Das ist nicht wenig. Und wenn wir jetzt auf Klimaanlagen umsteigen, dann wird es die Folge haben, dass es in den Gebäuden perfekt ist, weil wir das ja einstellen, wie es für uns perfekt ist, dass es aber draußen noch wärmer wird. Also wir müssen uns schon dazu durchringen, Verhaltensmuster und passive Maßnahmen zu machen, wie Abschattung von Fenstern, Schatten, beschattete Wege und so weiter, damit wir uns nicht zu stark aufheizen. Und die Verhaltensmuster, was ich vorhin schon sagte. Vielen Dank. Jetzt sind Sie dran. Sagen Sie uns ganz kurz, wer Sie sind. Ja, mein Name ist Rüdiger Knoche, ich bin Arzt. Sie sprachen das eben an die Wärmeproduktion und ich frage mich die ganze Zeit, welche Rolle spielen eigentlich die Autos bei der Wärmeproduktion? Das sind ja Verbrennungsmotoren und jeder weiß, wenn er sein Auto irgendwo parkt und kommt nach einer Stunde wieder, macht er vorne die Haube auf, dann kann er immer noch ein Spiegelei drauf braten auf dem Motor. Also da wird doch sehr, sehr viel Wärme produziert. Und die Anschlussfrage, wäre das anders, wenn wir Elektrofahrzeuge hätten? Ich würde die Frage an Frau Schlünzen oder Herrn Helbig geben.
Oh, der Herr Witt, wenn Sie möchten. Also ich fahre seit einem Jahr ein Elektroauto. Also ich habe eins für den Urban Traffic sozusagen. Ich fahre jeden Tag vom östlichen Stadtrand in Berlin in die Charité, das ist total Downtown. So. Und ich kann sagen, ich bin 22.000 Kilometer gefahren, nebenbei mal Informationen, das ist keine Werbung für BMW. bin zwar an Bord, 22.000 Kilometer, aber habe für 1.000 Euro Stromkosten. Das ist schon mal eine gute Zahl. Und die Hitzeentwicklung haben sie gar nicht. Sie haben keine Hitze, sie haben auch keinen Ölwechsel. Mir fehlt auch die Tankstelle, die Mischung aus Diesel, Croissant und Bockwurst. Aber das aber nur als eine nette Nebenbemerkung am heißen Tag heute. Aber wie genau, zum Beispiel Urban Traffic, das gilt genauso, also im urbanen Verkehr für Bonn, denke ich, ist das eine Alternative, wenn man weitgehend die Elektro-, die Verbrennungsmotoren im urbanen Bereich ersetzen könnte. In Berlin spielt das eine große Rolle. Frau Schlinzen. Ja, das spielt auch in Hamburg eine große Rolle. Ich kann aber jetzt nicht sagen, welcher Anteil das ist, weil wir ja auch noch Abgabe von Wärme durch schon existierende Klimaanlagen haben. Wir haben industrielle Abgaben, die auch nicht gering sind. Also bei industriellen Fertigungsprozessen wird ja auch Wärme freigesetzt. Und insofern ist das geht alles miteinander zusammen. Aber das ist die Quelle, die wir vielleicht am ehesten merken von der Wärme her, weil sie ja an den Fußwegen auch noch ankommt quasi. Und das ist nicht wenig. Und man sieht auch, dass da, also man sieht die Tageszeiten da drin, dass das eben, wenn viel Verkehr ist, mehr ist. Und wir kommen als Mittelwert über Hamburg, sind wir eben mehr als 10 Watt pro Quadratmeter. Und Hamburg hat ungefähr 2/3 der Fläche ist Landwirtschaft. Also ist es zwar eine Stadt, aber wir haben unglaublich viel Landwirtschaft da und Parkanlagen und so weiter. Und trotzdem haben wir so hohe Werte und wir denken alle immer über diese Energiesparlampen nach und wir machen das überall. Wir haben in den innerstädtischen Bereichen teilweise, wo viel Verkehr ist, haben wir über 100 Watt pro Quadratmeter. Und eine Straße hat auch eine Breite. Das ist nicht wenig. Ist ein Punkt. Und Herr Helbig. Ja, ich denke, das ist eine interessante Frage, wobei ich jetzt auch keine Zahlen dazu liefern kann. Ich würde nun mal vermuten, dass zu einem Wärmeinsel-Effekt die Fahrzeuge nicht allzu viel beitragen, weil sie einfach keine guten Speichermedien sind, die Motoren über die Metalle. Ganz anders als ein Gebäude mit einer hohen Masse, was sich über einen Tag, haben wir eben auch schon darüber gesprochen, aufheizt und dann über längere Zeit diese gespeicherte Wärme abgeben kann und dann eben eine Phasenverschiebung in die Abendzeit haben. Das haben Sie eigentlich bei Fahrzeugen in dieser Form nicht. Elektromobile sind eine höchst interessante Alternative, noch aus ganz anderen Gründen, also auch aus Klimaschutzgründen eigentlich, also nicht nur, wenn man diesen Effekt betrachtet, die heizen sie nicht auf, weil ich einen Elektromotor habe, ich brauche kein Kühlsystem, ich habe ja eher genau das umgekehrte Problem. Ich muss eine Zusatzheizung installieren, damit ich im Winter überhaupt eine Heizung bekomme. Bei einem fossil betriebenen Fahrzeug haben sie die Wärme praktisch, die der Motor produziert, die greifen sie für die Beheizung ab. Die Situation haben sie beim Elektrofahrzeug nicht. Aber das Ganze in der Summe und Bilanz funktioniert bei der Elektromobilität nur, wenn die Energie aus Erneuerbaren kommt. Wenn Sie die speisen mit einer Elektroenergie, die im Mittel 550 Gramm CO2 pro Kilowattstunde produziert, dann haben Sie zwar immer noch einen positiven Effekt, weil die Effizienz eines Elektromotors ohne Getriebe deutlich höher ist als ein Verbrennungsmotor, der vielleicht 38% Wirkungsgrad hat. Aber trotzdem ist das auf lange Sicht kein Klimaschutzbeitrag. Aber wenn das so ist, und wir versuchen das hier auch in Bonn, wir haben in Bonn und im umgebenden Kreis 28 Elektrotankstellen und machen gerade mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg eine Studie zum Ausbau der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge und haben zum Beispiel hier ja auch den einzigen deutschen Großversuch der Deutschen Post, die hier am Ort ist, mit einer CO2-freien Zustellung. Es gibt 80 Fahrzeuge, die die Post hier nur in Bonn betreibt, die reine Elektrofahrzeuge sind, als Großversuch, um in diese Richtung zu gehen. Und dann, wenn das kombiniert ist, ist es wirklich auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Vielen Dank. Wir haben, glaube ich, da hinten noch eine Meldung, oder? Nein, doch nicht. Dann haben wir da vorne eine in Rot.
Mein Name ist Dieter Vollrath, ich bin hier Bürger in Bonn, wohne in der in Auerberg, also im Norden von Bonn. Und ich habe zu der Anmerkung mit den Elektrofahrzeugen natürlich auch die Anmerkung, dass das nur funktioniert, wenn es wirklich über Solarenergie produziert wird. Die zweite Sache ist, die Belastung der Stadt Bonn ist vor Jahren schon ein fürchterlicher Fehler gemacht worden. Da hat man nämlich eine Müllverbrennungsanlage mitten in Bonn gebaut. Und ich glaube, diese Müllverbrennungsanlage ist auch ein erheblicher Belastungsfaktor aufgrund der Tallage, die wir haben. Und wir haben in Bonn ein ausgezeichnetes oder hatten IFS, integriertes Freiraumsystem, der Herr Helbig wird es sicher kennen. Und dieses IFS wird aber bei jedem Bauvorhaben zur Seite geschubst, rücksichtslos. Wir haben gerade bei der Reuterbrücke einen Neubau. Das ist direkt neben der Bahn und da waren bisher Schrebergärten. Und da sind diese Schrebergärten rücksichtslos, werden sie jetzt zugebaut mit Gebäuden mit 5 bis 7 Stockwerken. Und dazu jetzt meine Frage. Die Gebäude, haben Sie vorhin gesagt, der Herr Doktor, auf der von mir aus gesehen linken Seite, so eine alte Bauweise, die als Ofen wirkt oder die Wärme speichert. Und auf der anderen Seite wird aber jetzt immer mehr Glas gebaut. Ist Glas ein Vorteil gegenüber einer stabile, altherkömmliche, dicke Mauer? Und die nächste Frage, wie ist es mit den Höhen der Gebäude? Wir haben hier in Bonn ja auch das Problem, dass wir vor einigen Jahren leider, Gott sei Dank, überhaupt kein Hochhaus haben, bis auf die Konrad-Adenauer-Haus, das dann gesprengt wurde. Und jetzt mit dem Bau des Posttowers wird in Bonn immer mehr und mehr in die Höhe gebaut. Ist es vom klimatologischen her besser, eine große Fläche zuzubauen, um Wohnraum zu bekommen, oder ist es besser, in die Höhe zu bauen? Danke. Vielen Dank. Die Frage würde ich gerne an einen der beiden Klimamenschen auf diesem Podium geben. Frau Schlünzen, Sie haben schon das Mikrofon. Ja. Das erste war das Material. Wenn das Glas keine Wärme aufnimmt von außen, weil das alles schön vitrolos abgeschattet ist, ist es kein schlechtes Material und man kann es auch abends gut auskühlen. So wird es aber nicht sein, denn es soll ja schick aussehen. Das hatte Herr Witt ja auch schon gesagt, dass wir ein ganz anders baut, aus anderen Gründen. Das mit den dicken Wänden hat natürlich den Nachteil, dass tatsächlich, also es wird drinnen nicht so warm, das ist der große Vorteil. Aber der Nachteil ist, dass die Wärme eben in die Stadt am Abend abgegeben wird. Und insofern glaube ich, dass man sich eher auf Materialien stürzen muss, die nicht so viel Wärme speichern. Und das wären zum Beispiel Holz als Material. Ist aber sehr pflegeaufwendig. Da muss man auch weitergehen. Aber das wäre ein Material, was zum Beispiel zu dem Stadtklimaeffekt vergleichsweise wenig beiträgt. Und wenn man das dann noch in den richtigen Farben gestaltet, also es gibt ja so Farben, die quasi die kurzwellige Strahlung reflektieren, dann wird da gar keine Wärme mehr erzeugt. Das dazu. Zu den hohen Gebäuden, das andere, aber man muss da sicherlich schauen, wie das insgesamt in der Stadt aussieht. Also wenn man eine verdichtete Stadt hat, wie man das aus amerikanischen Städten hat, dieses Downtown, wo sehr viele Hochhäuser sind, das ist schon ein extremes Stadtklima, was dort entsteht. Wir haben da zwar auch gute Abschattung, weil die Häuser ja so hoch sind, dass gar keine Sonne mehr in die Straße kommt. Das hat seine Vorteile, aber die Windgeschwindigkeiten sind sehr gering. Und wenn dann dort auch noch Autos mit Verbrennungsmotoren fahren sollten, dann bleibt es da alles. Ein einzelnes Hochhaus ist komplett anders. Ein einzelnes Hochhaus kann man sich so vorstellen, als ob da jemand so einen Finger in die Luft steckt und die Luft geht darüber und das ist aber größer als ein Finger. Da entstehen bestimmte Wirbel an diesen Hochhäusern, die man meist als unangenehm empfindet, weil man in der Nähe des Hochhauses dann vielleicht nicht so gut im Straßencafé sitzen kann oder sonst was. Aber das führt auch gleichzeitig dazu, dass Luft von oben nach unten gemischt wird und man eine gute vertikale Vermischung in der Stadt hinbekommt. Das ist es völlig weg, wenn man das dicht an dicht baut, dieser Effekt. Das heißt aber, in einer Stadt wie Bonn, wo es einzelne Hochhäuser gibt, ist es ein sehr positiver Effekt. Wenn es rundherum dann noch grün bleibt und man das als Alternative sieht, ja, wenn alles zugebaut wird, ist das so ein bisschen weg, der Effekt.
Sie hatten gerade die Baumaterialien schon angesprochen und Sie auch, da würde ich gerne drauf eingehen. Sie haben gerade Holz angesprochen, wir können jetzt aber nicht alles aus Holz bauen. Welche anderen Möglichkeiten gibt es, um zum Beispiel Krankenhäuser zu bauen? Sie sagten, Glasfassaden sind schön, aber bringen nichts. Was machen Sie sonst? Also das sind ja alles nur Überlegungen. Und ich glaube, niemand hat das Idealrezept und sagt, so machen wir das jetzt und dann sind wir für die nächsten 100 Jahre, ist alles okay. Nein, ich denke, das sind auch so mehrere Komponenten. Also eine Möglichkeit zum Beispiel, aber das ist bei uns an den alten Kliniken, der Efeu ist auch schon dran, also Begrünung von Fassaden, nicht wahr? So, dass man, ich selber mag auch kleine Fenster, finde auch, dass das gut ist. Also die Klinik, die bei uns vor 120 Jahren gebaut wurde, die, als die Charité damals in diesem roten Backstein gebaut wurde, die, das ist klimatisch sicherlich nicht die ungünstigste Lösung, die man, wenn man das heute so sieht. Aber wir helfen eben ein bisschen nach und ich will auch nochmal ganz klar sagen, Klimatisierung, es geht ja um kranke Leute, die auf der Kippe stehen. Also denken Sie nur an das Extrem, Patienten auf der Warteliste für eine Transplantation, dass man da natürlich sagt, hier, wenn Klimatisierung hilft, dann ja, wir reden nicht das Wort, jedes Schlafzimmer in Berlin jetzt mit diesen Dingern da zu tapezieren, mit diesen Kapillarmatten, um da Kühlflüssigkeiten durchzuschicken. Also ich weiß auch nicht, ich denke, ich habe zum Beispiel gedacht, dass wir auch ein Forschungsvorhaben hier für die Deutsche Forschungsgemeinschaft, zu gucken, wie könnte der Ziegelstein der Zukunft aussehen. Was bauen wir? Bauen wir noch so, wie wir es immer gemacht haben? Oder können wir das anders machen? Aber da braucht es eben jetzt auch grundlagenwissenschaftliche Erkenntnisse, um da voranzukommen. Ich hätte auch kein Idealrezept. Aber eins ist sicher, so wie bisher, und wenn Sie so die ganzen Krankenhäuser, die in der Not so in 60er, 70er Jahren so hingeklatscht wurden und die jetzt auch hohe Renovierungsbedarf haben, da könnte man sagen, Kinder, wenn ihr schon Geld in die Hand nehmt und die auch modernisieren wollt, die Häuser, erhalten und modernisieren, dann macht es doch vielleicht so. Aber das bedarf jetzt der Kompetenz von Bautechnikern und Fachleuten der Klimatologie. Das vermag ich jetzt nicht. Aber eine große Stellschraube. Ne? Vielen Dank. Herr Hebig, möchten Sie? Ja, wir sind jetzt vielleicht an einem sehr interessanten Punkt, wo wir auch auf Zielkonflikte bei der Anpassung zum Klimaschutz kommen. Und das ist bei Gebäuden eigentlich ganz gut festzumachen. Wir gehen ja in eine Richtung, die uns EU-weit über die Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie auch vorgegeben ist, die ja besagt, dass ab 2021 alle Gebäude, die neu gebaut werden, sogenannte Null- oder nahezu Null-Energiehäuser sein müssen. Die Bundesregierung muss noch definieren, was das genau heißt. Das soll 2017 kommen. Und für öffentliche Gebäude, und da ist natürlich auch die Stadt und andere öffentliche Träger angesprochen, kommt das schon ab 2019. Explizit ist in dieser Richtlinie eben von der Vorbildfunktion gesprochen. So, und wir bekommen eigentlich solche nahezu Null-Energiehäuser, ein bisschen anderer Standard ist ja Passivhausstandard, nur hin, wenn wir entsprechende solare Einträge in die Gebäude haben. Das heißt, wir brauchen nach Süden oder Westen entsprechende Öffnungen. Nach Norden können die klein sein mit den Fenstern, aber nach Süden brauchen wir große Flächen, die dann natürlich auch Verschattungsmöglichkeiten im Sommer bieten, ganz klar. Aber jetzt so eine Strategie zu fahren und sagen, wir bauen die Häuser, kompakt sollten sie ohnehin sein, aber hauptsächlich mit lichtundurchlässigen Bereichen, ganz wenig reduzierten Fensterflächen, was der momentanen Bauweise ja ziemlich entgegensteht, dann bekommen wir auf der Seite ein Problem. Und deshalb, und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass, glaube ich, man nicht sagen kann, wir müssen jetzt das eine so bauen und das andere so, sondern man muss, und das kommt noch zusätzlich hinzu, sehr genau gucken, an welchem Standort baue ich was. Also Holzrahmenbauweise ist gerade für solche hochgedämmten Gebäude eine sehr gute Option. Man bringt die Masse dann eher in den inneren Bereich, dass die sich im Winter eben auch erwärmen kann durch die solaren Einträge, damit man innen eine entsprechende Masse hat. Aber das funktioniert in der Regel zum Beispiel auch nur in Bereichen, die nicht lärmbelastet sind. Wenn Sie hier sich das Rheintal angucken, dann haben Sie Bereiche und das, was der Herr aus dem Publikum eben als ein Beispiel Bauvorhaben erwähnt hat, ist genau an einer Hauptbahnstrecke hier in Bonn.
dann müssen Sie da auch entsprechende Vorkehrungen zum Lärmschutz treffen. Und wenn Sie keine Massen haben, sondern Leichtbauweisen, dann kriegen Sie an der Stelle gegebenenfalls auch ein Lärmproblem. Das heißt, man muss, und vielleicht noch ein dritter Aspekt, den ich mal so ein bisschen mit Baukultur beschreiben würde. Es gibt ja Vorschläge im Zusammenhang mit der Klimaanpassung, nur noch weiße Städte zu bauen. Also die kykladische Stadt oder das kykladische Dorf als Vorbild für die Entwicklung einer Stadt mit weißen Ziegeln, da gibt es keine Ziegel, aber weiß mit einer großen Abstrahlung, damit die sich die Gebäude nicht ausheizen. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen im Blick haben, was für eine geschichtliche Entwicklung das Bauen hier in unseren Regionen genommen hat und wie man zu angepassten Lösungen kommen kann. Aber das kann aus meiner Sicht nicht die kykladische Stadt am Rhein sein, würde ich mal sagen. Also das heißt, es gibt, und vielleicht ein vierter Aspekt noch, der ein bisschen in Richtung Postauer Hochhaus geht. Also ich würde mal sagen, es ist eigentlich das einzige richtige Hochhaus in Bonn, das ist über 160 Meter hoch. Die anderen würde ich jetzt auch mit den Beispielen aus New York oder anderen, würde ich nicht als echte Hochhäuser betrachten. Auch da ist natürlich unter dem Aspekt Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Ausnutzung von Fläche, ist Hochhaus eigentlich ein gutes Konzept. Aber ob man hier an der Stelle im Rheintal, wo auch Landschaftsaspekte eine ganz große Rolle spielen, ob man da in diese Richtung gehen will, würde ich auch mal ein Fragezeichen hintermachen. Das heißt, das Ganze eigentlich als Plädoyer dafür, sich diese Dinge sehr differenziert anzugucken und angepasste Lösungen zu treffen. Vielen Dank. Haben Sie weitere Fragen, Anmerkungen, Dinge, die Sie immer schon mal loswerden wollten? In der letzten Reihe haben wir eine. Dankeschön, mein Name ist Sarah Morkus, ich wohne derzeit in Bonn. Ich habe vorhin aus der Diskussion, glaube ich, eine Art Konflikt rausgehört zwischen beispielsweise Bauen, genug Wohnraum zu schaffen, weil soweit ich weiß, werden in Bonn, zumindest aus öffentlicher Hand, nicht mehr als 200 Wohnungen pro Jahr gebaut. Mindestens ein Bedarf von 1000 wäre da. Ich weiß es selber, weil ich auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum bin, am Anfang meines Berufslebens stehe und da keine Chance sehe. Auf der anderen Seite aber natürlich auch nicht irgendwann in 10 Jahren in einer total überhitzten Stadt leben möchte. Daher die Frage, wie sehen Sie das Verhältnis? Weil ich höre zwischendrin immer einen Konflikt raus zwischen dem Sozialen, einem Wohnungsbau, aber trotzdem will man für ein gutes Klima sorgen. Und dann wird zwischendrin noch der Aspekt Wirtschaftlichkeit reingeworfen. Und ich habe das Gefühl, da ist irgendwie jetzt kein konkreter Ansatz eines gemeinsamen oder eines nachhaltigen Konzeptes für Städte vorhanden. Also Bonn ist ja nicht die einzige Stadt, so alle möglichen Städte in Deutschland, die eine gewisse Größe haben, haben Zuzug und stehen vor diesen Herausforderungen. Also was Sie da zu diesem Konflikt oder diesem Verhältnis sagen würden. Frau Schlünzen, möchten Sie antworten? Ja, ich glaube, eine Patentlösung haben wir auch noch nicht für diese widerstreitenden Interessen. Also es gibt eben so ein paar Wege, die man jetzt versucht. Und das viele Städte im Westen und in einigen Regionen Deutschlands eben verdichten müssen oder verdichten wollen, muss man eigentlich sagen, um nicht noch mehr unversiegelte Fläche zu bebauen. Das ist ein Aspekt, der da reingeht. Man möchte möglichst viel Grün, das ist eigentlich so eine Art Konsens, würde ich sagen, möglichst viel Grün erhalten, möglichst wenig versiegeln. Ein Aspekt, der auch überall jetzt kommt, sind diese Gründachsachen, was eben einerseits den Vorteil hat, dass man ein bisschen Regenwasser zurückhält und wenn man intensiv Begrünung hat, dann hat man quasi auch eine Art Grünfläche, die den Bewohnern zugänglich ist. Also Hamburg hat da jetzt auch ein Konzept für aufgelegt, um in Neubauten sowas zu machen. Und wir haben tatsächlich, also Hamburg soll 5000 Wohnungen pro Jahr bauen bis 2020 und jetzt haben wir noch zusätzliche Erhöhungen wegen des Migrationsdrucks bekommen, wo weiterhin Flächen jetzt dafür verwendet werden, die Landschaftsschutzgebiete sind und ähnliches, weil wir gar nicht wissen, wohin. Und da wird zum Beispiel eben auch überlegt, Häuser mit Intensivdächern dann nur noch zu bauen und das heißt also, man hat genügend Wasser für Verdunstung, dass wir versuchen, mit möglichst gut reflektierenden Farben zu arbeiten, nicht weiß, weil das überhaupt nicht zu uns passt, aber diese Cool Colors gibt es in verschiedenen Farben. Die Idee ist eben, dass die reflektieren sollten und dass wir auch
rundherum möglichst wenig versiegeln. Und die erste Entsiegelung, falls jemand von Ihnen zufällig den Dammtorbahnhof und das Kongresszentrum in Hamburg kennt, dieser Platz wird jetzt entsiegelt, weil er einfach viel zu warm ist und nicht mehr zeitgemäß ist und das will niemand mehr haben in so einer Stadt. Das wird jetzt wieder Grünfläche. War einmal vor 30 oder 40 Jahren, ich weiß es nicht, aber das fängt an. Und das sind, glaube ich, die Wege, die im Moment vorsichtig gegangen werden und die ganzen Stadtplaner aus den verschiedenen Städten, so wie ich das jedenfalls erlebe, versuchen sich da auszutauschen, sich gegenseitig schlau zu machen, klar zu machen, wo vielleicht noch rechtliche Probleme sind, damit es in so eine Richtung weitergeht und man das vereinen kann. Aber es gibt noch nicht den goldenen Weg aus meiner Sicht. Herr Helbig, wie macht das die Stadt Bonn? Also wir hatten ja lange Zeit oder wir haben es eigentlich immer noch. Das ist durchaus auch ein Aspekt des Klimaschutzes und Ressourcenschutzes so. Das Paradigma in der Stadtplanung, die verdichtete Stadt, die Stadt der kurzen Wege, Innenverdichtung vor Außennutzung. Ich glaube, dass man das im Rahmen jetzt der Entwicklungen im Bereich des Klimawandels noch mal ein bisschen neu überdenken muss. Und ich kann auch keine fertigen Lösungen nennen, weil ich im Moment noch der Auffassung bin, dass dieses Thema, wie entwickeln sich unsere Städte, womit haben wir da in Zukunft zu rechnen, dass die Aufenthaltsqualität dadurch sinkt in bestimmten Zeiten, dass das in der politischen Abwägung, wenn es um Bebauung geht, noch nicht so dominant oder manifest ist, dass das am Ende in der Abwägung auch ein ganz starkes Gewicht hat. Ich habe es an ein, zwei Fällen in jüngster Vergangenheit überlegt, dass da im Moment so ein Wandel stattfindet, dass man dem deutlich mehr Rechnung tragen will. Und es ist richtig, also es ist vom ein Zubau in Bonn von 1250 Wohnungen pro Jahr, um das, was an Zuzug da ist, aufzufangen, prognostiziert. Und wir haben, glaube ich, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe, 250 neue Wohnungen, die im Moment pro Jahr in Bonn gebaut wird. Und da gibt es natürlich Interessenslagen, einmal zu sagen, natürlich möchten wir Menschen eine Chance geben, wie Sie das beschrieben haben, eine preiswerte innenstädtische Wohnung auch zu finden. Auf der anderen Seite mit diesem Paradigma Innenverdichtung vor Außenentwicklung alle Lücken zuzubauen. Ich habe früher mal ein sogenanntes Baulückenkataster in Bonn gegeben, wo man tatsächlich versucht hat, das auch so zu nutzen, dass man sagt, die wollen wir auf jeden Fall zubauen und das heute eben unter anderen Aspekten sehen muss. Mein Zugang dazu ist, dass wir in Einzelbereichen gucken müssen, was geht. Das bedingt leider, dass wir uns alle Bereiche, wo vielleicht eine Nachverdichtung möglich ist, wo wir auch Anfragen zu haben, sehr, sehr genau und aufwendig angucken müssen. Zum Teil fehlen uns da noch geeignete Instrumente. Wir sind mit dem Deutschen Wetterdienst im Moment im Gespräch. Die haben ein und sind noch dabei, ein Instrument zu entwickeln, wo man praktisch Randbedingungen einer nachträglichen Verdichtung sehr genau definieren kann und spielt dann damit, wenn man zum Beispiel im Innenblockbereich noch ein zusätzliches Gebäude setzt mit der Geschossigkeit, mit der Ausrichtung, mit dem Anteil der Grünflächen und guckt, wie verändert das Aufenthaltsqualitäten. Und dann auf der Grundlage aber alles einzelfallbezogene Entscheidung trifft, ob man das hier zulassen will, ob man da ein Stück entwickeln will oder nicht. Das aber im Einzelfall dann auch bedeuten kann, und da gibt es auch Beispiele, zu sagen, nein, hier nicht. Und ich glaube, nur so kann man am Ende zu auch fundierten Entscheidungen kommen. Vielen Dank. Herr Witt, kann man Aussagen darüber treffen, wie sich solche Maßnahmen auf die Gesundheit auswirken? Oder gibt es besonders ungesunde Städte eben aus genau solchen Gründen? Ja, ich finde ja darf ich nochmal Ihre Frage würdigen? Weil das geht ja ganz viele Leute was an. Urbanisierung in die Stadt, und dann ist es ja zu teuer und die jungen Leute sollen eigentlich wieder am spießigen Stadtrand leben, wollen aber in die Stadt und funktioniert alles nicht. Ich glaube, der Ausweg ist am Ende der, dass wir wahrscheinlich ganz teuer bauen müssen, um diese Negativfolgen des Klimawandels aufzufangen. Und ich kann wahrscheinlich prophezeien, es wird dann auch nicht billiger, dort zu wohnen oder was zu kaufen. Für jeden von uns, nicht nur für Sie. Wir alle werden darunter leiden. Aber trotzdem müssen wir irgendwie ein Stück Stadt auch machen. Ich sehe das ja in der Hauptstadt ja auch, eine große
Urbanisierungstrend. Jede Firma will ihre Zentrale größer und schöner noch an so einen, unter den Linden 1, damit Bertelsmann so ein kleines Palais gehabt. Und jetzt hinten wird jetzt so in, fast in Schattenfarbe noch was rangebaut, weil es nicht reicht. Also solche schönen Adressen, auch ganz viel Ehrgeiz, Eitelkeit der Gesellschaft kommt da zutage. Also nicht nur ihr völlig legitimes Interesse, hier Bonn zu bereichern durch ihr Wohnen in der Innenstadt. Ich denke aber, wir werden aufpassen müssen, dass die andere Seite, dass das nicht zum Schluss, dass man sagt, wenn du da wohnst, oh, dann musst du mit der Rentenzahlung jetzt nicht so konsequent sein, weil die sogenannte Restlaufzeit, wir nennen das mal bei Menschen, wenn man es so ein bisschen satirisch sagen darf, die ist dann nicht allzu lange. Also nochmal das Altersheim direkt auf dem Alexanderplatz. Die Chance dadurch, Klimaeinflüsse auch ein vorzeitiges Ende zu finden, ist höher als am langweiligen Stadtrand oder sowas wie Zehlendorf, wenn ich Berliner Verhältnisse hier anführen darf. Also ich denke, da kommt Risiko rein. Das werden wir auch erleben. Und das Risiko kommt aber nochmal, damit es alle verstehen, über alt und krank. Also nicht Sie, liebe Fragestellerin, Sie sind gar nicht so betroffen, Sie sind im besten Alter. Aber die anderen, die da sind, die sind betroffen. Und da muss man jetzt die Balance irgendwie finden. Und ich hoffe, wissen Sie, dass man durch diesen Klimawandel, dass man den nicht nur als lästig und aufgefropft empfindet, wie viele Dinge im Leben, sondern dass er eigentlich die Chance eröffnet, was Neues und qualitativ Gutes zu machen am Ende. Dass man immer sagt, hey, sehen wir das zu einseitig, denn der Klimawandel ist ja eine ganz komplexe Geschichte. Auch hier ist das ja schwierig, alle Dinge überhaupt zu nennen. Lassen Sie mich noch zwei Sachen sagen, die wichtig mir sind für die Adaptation. Also wenn wir das alles kriegen für die kranken Leute, dann ist wichtig, dass wir zum Beispiel, dass die alten Leute lernen, mit dem Handy umzugehen. Dass die im Krankheitsfall nur in so ein Gerät pusten, so machen wir das. Da haben wir die Lungenfunktion in der Klinik auf dem Display, können sehen, hey, verschlechtert er sich oder nicht. Und das Zweite, was ich für wichtig erachte, ist zum Beispiel die Arzneimitteltherapie. Vorhin habe ich ja schon mal ein bisschen provokant gefragt, wer von den Herren, meistens mehr eine Männer- als Frauenkrankheit, eine Hypertonie hat und ein bisschen was heimlich einnehmen muss, damit der Blutdruck normal ist, weil man weiß, das, was wirklich normal sein muss und mehr überleben macht, ist der Blutdruck. Jetzt werde ich mal ganz viel Arzt. Also darauf immer achten, lieber so ein Gerät für 90 Euro kaufen, jeden Tag heimlich messen, muss ja nicht jeder mitkriegen und dann weiter essen, dass der 120 zu 80 ist. Ich sage das jetzt, meine verehrten Damen und Herren, sehr lebensnah, so wie ich das auch in der Sprechstunde auch ganz tollen Leuten erkläre, die ganz viel noch vorhaben, aber vereinbarer sein müssen mit ihrer Gesundheit. So, und das ist zum Beispiel die Frage, nimmt man an einem Tag wie heute ganz heiß, ganz viel Vasodilatation, also Gefäßerweiterung durch die Hitze, dieselbe Dosis, das ist ja wie so eine preußische Art, Kinder zu stillen, so und so oft, wie am zweiten Weihnachtsfeiertag, wo sie sich vielleicht noch über Schwiegermütter und irgendwie Kinder und alles andere noch rumärgern müssen. Nicht wahr? Da bist du am zweiten Weihnachtsfeiertag eigentlich eine Tablette mehr nehmen als heute. Oder, und das, der Begriff da jetzt so ist, der ist zum Beispiel klimaplastische oder klimaadaptive Arzneimitteltherapie. Und auch ein schönes Thema, auch hinsichtlich Wertschöpfungskette, gibt es zum Beispiel irgendwann so eine Sommertablette. Oder, ja, das sind jetzt alles so, dass ich sage das, um Ihnen das didaktisch auch verständlich zu machen. Oder sagt man, hey, wenn es so heiß ist bei Atemwegserkrankungen, dann musst du deine Dosis erhöhen. Nicht, dass du landest in der Notaufnahme nach zwei Tagen. Es ist auch so, dass die ersten drei Tage der Hitzewelle, da wo wir jetzt sind, gar nicht so schlimm sind. Der Körper hat ein großes Adaptationswille, der versucht zurechtzukommen damit. Wenn ich so sagen darf, gestorben wird denn erst ab Tag 5 in erhöhter Weise. Das ist eine Lehre aus diesen französischen Verhältnissen 2003. Dass nicht am ersten Tag wird warm und alles ist vorbei. Nein, da bemüht sich der Organismus, das noch irgendwie hinzukriegen. Und dann ist es irgendwann nicht mehr vereinbar mit der Umweltbelastung sozusagen. Also Arzneimitteltherapie, Klima adaptieren, insbesondere wenn es dann wärmer wird. Und Telemedizin oder telemetrische Überwachung, wenn man so kritischer Patient ist. Das sind die heutigen Standards, die man schon mal so sagen kann.
Das war mir nochmal wichtig, weil ihr nicht das Altersdurchschnitt hier ausrechnen würde. Natürlich unsere charmante junge Fragestellerin, aber so ein paar sind auch mit mir im Semester. Also da weiß ich, zu wem ich spreche. Danke. Vielen Dank. Möchten Sie noch irgendwas? Da haben wir noch einmal eine Meldung nochmal. Ja, ich habe noch eine Frage. Ich komme mal wieder ein bisschen zum Auto zurück, aber auch was die Gefährdung der Menschen angeht. Und zwar sind das ja die Auspuffgase und da kommen ja auch neben Stickoxiden eben auch Rußpartikel heraus. Und ich merke das, um auch mal ganz lebensnah zu sagen, wenn ich mit dem Fahrrad durch den Wald fahre und ich werde überholt von einem Dieselfahrzeug, da merke ich erstmal, wie unangenehm das riecht. Und denke dabei, verdammt nochmal, jetzt muss ich deine blöden Rußpartikel hier einatmen. Ich bin es ja nicht alleine, es sind ja alle Fußgänger, wir atmen alle die gleiche Luft. Ich glaube, es ist vor einigen Jahren, ich glaube 2009, hat die Weltgesundheitsorganisation schon Rußpartikel als sehr, sehr hohen Gefährdungsgrad vergleichbar mit intensivem Rauchen eingeschätzt. Ja, was könnten Sie dazu sagen? Herr Witt. Da, vielen Dank, Herr Kollege. Also ich denke, wir stimmen beide, das sind wir im kleinen Kreis hier heute, dass so diese telemetrische Überwachung oder auch klimaadaptive oder noch hübscher klimaplastische Arzneimitteltherapie könnte ein Thema für die Zukunft werden, wenn es also wärmer und die Hitze eine größere Bedeutung hat, als sie heute hat. Und Sie haben völlig recht. Und müssen Sie wieder vorstellen, in der warmen Luft sind mehr Dieselpartikel, mehr NOx, mehr SOx, ist ja mehr gelöst. Sodass Sie also, wenn Sie die Luft als Atemluft betrachten, wie wir das machen, dann haben Sie natürlich mehr in Ihrer Lunge und irgendwie bleibt auch mehr hängen. Noch schlimmer ist, es sind ja ganz kleine Partikel, diese Ultrafeinstäube, und die sind auch noch lungengängig, so heißt es, also die landen dann in der Blutbahn, sodass das dann auch alles wunderschön Richtung Hirn und Fettgewebe, Herz und Nieren transportiert werden kann. Nicht zu vergessen die Leber. Also das sind höhere Belastungen. Man weiß ja zum Beispiel, dass Jogger, die an diesen Hauptstraßen joggen, dass die mehr Erkrankungen gekriegt haben, kardiovaskuläre, als die, die im Park gelaufen sind. Man weiß also eine hübsche Studie von englischen Postboten. Postboten verglichen in der Stadt, die die Briefe austragen, jetzt nicht mit diesen schlimmen Autos, die auch noch haben, deswegen ist diese Initiative nur wertzuschätzen, in Bonn mit Elektro mal die Post auszufahren. Zu meiner Zeit gab es einen Herrn im Dorf, den kannten alle und der hat so ein olles, klappriges Fahrrad gehabt und hat dann Post rumgebracht. So. Also ich will Ihnen nur sagen, die Postboten am Lande hatten weniger Krebs als die Postboten, die städtischen Routen machten. Und das hat man dann in Beziehung zur Motorisierung gesetzt. Und da kommt ein völlig neuer Begriff, deswegen bin ich so dankbar, dass Sie das sagen. Ich wollte das nicht ausweiten hier. Traffic-related diseases, also verkehrsbestimmte. Und das sind die Leute, die an der Hauptstraße wohnen oder an der Hauptstraße laufen oder sonst was da machen. Die sind davon betroffen. Und ich darf noch eine Lanze für die Elektromobilität treffen. Die geht jetzt nicht über die Luftschadstoffe, sondern wir mit den Elektroautos sind ganz still. Wir sind ganz still. Und ich fahre jeden Tag die Linden runter und fahre rechts dann beim Adlon in die Luisenstraße, da bei der ARD vorbei, zu meinem Dienstort, Charité Mitte. So. Und da sind immer welche an der Abbiegung Adlon, die natürlich mehr mit dem Stadtplan als mit mir beschäftigt sind, der dann als Autofahrer und noch dazu ein riesen emanzipierter Radfahrerpulk morgens an der Ampel. So, und ich muss Ihnen sagen, da bin ich, und der Klügere gibt nach, also werde ich da sagen, okay Jungs, ich warte so lange, bis wir mich alle registriert haben. Wir kriegen auch ein anderes Berlin respektive Bonn, nämlich es wird still hier. Auch heute, gucken Sie mal, was uns die Verbrennungsmotoren, wenn hier irgendwie einer einen Mitschnitt macht, was wir fachlich gesagt haben, was die Verbrennungsmotoren hier für ein Radau gemacht haben, ob auf dem Wasser oder auf der Straße. Und das halte ich auch für wichtig, denn Schadstoffe, ja, wir werden auch keine CO2-Freiheit bekommen, wie dieser Begriff der Dekarbonisierung, da sind wir als Ärzte ja auch einer Meinung, wir bestehen ja auch zu großen Teilen aus Kohlenstoffen vom Organismus her, ja. Also Dekarbonisierung, da schreckt man zusammen, aber gemeint ist natürlich, dass wir keine Kohlen mehr verheizen und keine fossilen Brennstoffe, um das CO2, da wissen wir nämlich nicht, wohin damit, um das weiter in die Atmosphäre zu machen. Also ganz wichtig ist, Luft sauber halten und im Rahmen der Traffic-Related Diseases wäre das Optimum, saubere Luft und kein Krach.
Und das macht schon ganz anders. Denken Sie an unsere Kinder. Zum Beispiel hat man gemessen, wie die Kinder an den Hauptstädten, also Hauptstraßen, wo auch wieder sozial Benachteiligte natürlich wohnen an der Hauptstraße. Wer ein bisschen was hat, wird sich immer nach hinten verziehen, ins Grüne. So, und die Kinder sind da kleiner und haben Entwicklungsstörungen. Da gibt es wunderbare Studien, alles belegt, dass die Hauptstraße per se ein Risikofaktor ist. Und das alles unter der Diktion, dass es wärmer wird und noch dreckiger an der Hauptstraße. Insofern sind wir auch zu Änderungen veranlasst, in ernsthafter Weise. Danke. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Da gibt es einige. Mein Name ist Schwarting, ich bin Ärztin für Innere Medizin und mich interessieren ja die Themen, die ich nicht so gelernt habe, wobei mich auch interessieren würde, was Sie denn machen würden jetzt an Tag 5 und 6 in der Notaufnahme im Krankenhaus, weil ich da nämlich arbeiten werde, aber okay. Andererseits interessiert mich, ich habe letztes Jahr in Bonn sehr viel gesehen, dass Bäume gefällt wurden. Ich sehe dauernd, dass Flächen versiegelt werden. Und ich frage mich nochmal anschließend an eben die Frage, gibt es Pflanzen, hat man das nachgewiesen, die eben Schadstoffe aus der Luft rausholen? Und hat man da Studien zugemacht? Und wäre das sinnvoll, die anzupflanzen? Und zwar auch in Bonn. Und auch würde mich auch interessieren, ob es in Bonn zum Beispiel Luftschneisen gibt, um halt dieses schwere Talklima eben besser zu machen. Vielen Dank. Das sind so mehrere Fragen. Die erste Fragen. Frage gebe ich an Herrn Witt, die zweite an Herrn Helbig. Also ganz, ganz klar mit den Bäumen. Ich meine auch mal sowas gelesen zu haben, so, wenn das so klebrige Blätter sind, weiß aber jetzt nicht welche, irgendwas, vielleicht wissen Sie es besser, dass das auch irgendwie so über Adhärenz funktioniert das. Also es gibt jetzt keinen Stoffwechselmechanismus, über Stickstoff oder Sulfdioxide zu verstoffwechseln über Bäume. Das glaube ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind ja auch synthetische Stoffe. Und da Tag 5 und 6 ist völlig richtig. Wir haben zum Beispiel so einen Nothilfeatlas in Berlin. Den haben wir so entwickelt und haben gesagt, wir brauchen zum Beispiel ganz praktisch, wenn jetzt die Hitzewelle anhält, natürlich mehr Ärzte in der Notaufnahme, mehr Kapazität, stationäres Hinterland, auch mehr Schwestern, alles, worum da gestreikt und Riesenprobleme ausgefochten werden, als am ersten Tag. Das wäre auch die logische Konsequenz, weil ja der Bedarf an Notfallsituationen der Patienten wächst über die Hitzewelle. Der flaut auch nicht ab. Und es ist ja auch so, dass die zum Beispiel jetzt wirklich krank werden, dass die dann später nicht krank werden. Das sind ja zusätzliche Zusatzerkrankungen sozusagen. Nicht, dann werden die 2 Wochen früher jetzt im Rahmen der Hitzewellen und dann sind die wieder okay, die Patienten. Noch genauso kann man es auf die Mortalität nehmen, wie so ein Harvester-Effekt. Das ist nicht so, sondern die sind add-on, also zusätzliche Mortalität, zusätzliche Morbidität. Aber Sie sagen ganz richtig, man muss ständig, also auch über uns Ärzte, insofern freue ich mich, dass die lieben Kollegen hier heute auch da sind, da laufend erinnern, auch im Interesse unserer Patienten, dass eben Durchlüftungen sind, dass eine bestimmte grüne Dinge, Dichte da ist. Also Dinge, die also zum Wohle jetzt auch der kranken Leute da sind. Aber das ist vielleicht auch was für Sie, Herr Kollege. Herr Helbig. Wie sieht es mit den Pflanzen aus, die Schadstoffe aufnehmen können und den Luftschneisen in Bonn? Ja, also da bewege ich mich ein bisschen auf dem dünnen Eis bei dieser Frage. Also mir ist nicht bekannt, dass es Bäume gibt, die mit den Luftschadstoffen, mit denen wir im Moment das größte Problem haben, das ist ja auch bekannt und nicht nur Bonn, das sind die Stickoxide, dass die in irgendeiner Weise oder dass es überhaupt Bäume gibt, die in irgendeiner Weise zur Reduzierung von Konzentrationen von Stickoxide durch eine Umwandlung beitragen können. Es gibt für Innenraumluftschadstoffe, gibt es bestimmte Pflanzen, Drachenbaum und andere, die sind bekannt, die Innenraumluftschadstoffe filtern können, aber für Stadtbäume ist mir das nicht bekannt. Was unser Problem eher im Zusammenhang mit dem Klimawandel und nicht nur unser Problem ist, sondern allgemeines Problem ist, was ja auch diskutiert wird, ist die Auswahl neuer Bäume, wenn Ersatzpflanzungen erfolgen müssen. Unter dem Aspekt Hitzeresistenz oder zumindest Hitzetolerabilität
Das heißt, die Frage, werden die Stadtbäume, die wir heute haben, und Bonn hat viele davon, wird die Zusammensetzung, die wir haben, in 20, 30 Jahren noch dieselbe sein? Oder müssen wir heute bei Nachpflanzung schon reagieren, wo wir sagen, das ändert sich und wir müssen andere Sorten auswählen? Es gibt entsprechende Liste schon von den Fachverbänden dazu, die sagen, in diese Richtung kann man eine Auswahl treffen. Das sind Bäume, die resistenter sind. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, was Frischluftschneisen angeht, da bin ich wieder bei der gebauten Stadt. Die sind für Bonn sehr wichtig, das ist richtig, um Ihnen mal, wenn Sie Bonnerin sind, eine zu nennen. Das ist das sogenannte Melbtal, das werden Sie vielleicht kennen, im linksrheinischen Bereich. Und dann sehen Sie auch direkt die Sünden, die da in den 60er Jahren begangen worden ist, mit einem Hochhaus, was da quer reingesetzt worden ist, was genau in diesen Abfluss der Schneise drin sitzt, wo man aber im Moment nicht drankommt. Und das heißt, die Bewegungsmöglichkeiten, tatsächlich in diese Primärachsen reinzugehen, die zum Teil in den Hängen bereits bebaut sind, die sind rechtlich, würde ich sagen, sind die sehr, sehr schwierig, wenn es die denn überhaupt gibt. Zumindest nach Planungsrecht kommen sie da nicht dran. Und von daher kann man nur gucken, wo entsprechende Achsen heute noch nicht bebaut sind, dass man die nach Möglichkeit von zusätzlicher Bebauung frei hält. Frau Schlünzen. Ja, ich wollte zu den Bäumen noch was sagen. Die nehmen schon Stoffe aus der Atmosphäre auch, ist auch Gase. Es gibt ja diese berühmte CO2 und ich produziere Sauerstoff. Sache, das machen Bäume, die nehmen Gase auf. NO2 nehmen sie nicht so gut auf. Da gibt es eben diese Mechanismen nicht so gut. Was sie aufnehmen können, sind Kleinstpartikel, sehr, sehr kleine Partikel und das, was an den Oberflächen kleben bleiben könnte. Also das ist jetzt, soweit ich weiß, nicht mehr so, aber ungefähr vor 20 Jahren, oder noch länger ist es schon her, als wir das bleihaltige Benzin noch hatten, da sind die abfallenden Laubblätter von Hamburg, die mussten in die Sondermüllverbrennungsanlage, weil sie so stark belastet waren. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so. Also wir haben ja auch kein bleihaltiges Benzin mehr zum Glück. Aber das wird auf jeden Fall auch was aufgenommen. Wenn ich Nadelgehölze habe, dann nehmen die das halt auf bis zu einem bestimmten Schwellwert. Da ist quasi was drin. Das wird nicht abgebaut, sondern es bleibt da drin und dann ist irgendwann geht nichts weiteres rein. Also ich kann Ihnen aber keinen Baum jetzt sagen, der dafür perfekt geeignet ist oder der, was weiß ich, Benzol abbaut oder sowas, was man vielleicht sich auch gut vorstellen könnte. Das weiß ich nicht. Das ist sehr allgemein auch, was ich dazu nur weiß. Vielen Dank. Es wäre ein Forschungsthema, sagten Sie. Wir nehmen das auf. Vor den Konsequenzen. Stell dir mal vor, dann geht das alles so weiter mit den Verbrennungsmotoren, weil wir ja den Baum jetzt haben, pflanzen wir an die Straße und trotzdem atmen zwischendurch, bis der Baum seine Arbeit erledigt, das ist alles hypothetisch jetzt. Und dann atmen sie aber trotzdem und alle anderen, die da an der Straße sind, erstmal die Schadstoffe, die aus den Autos oder woher auch immer kommen. Also nicht, der Baum könnte auch gefährlich sein. Also ich glaube, das die Schöpfung ist schon okay, so dass wir das, was wir hier hinmachen, auch selber wieder wegmachen. Das ist schon, ja. Vielen Dank. Das wäre schon ein schönes Schlusswort. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Wir haben diese Diskussion angefangen mit der Frage, wie verändert sich das Stadtklima? Ich würde Sie gerne abschließen mit der Frage, wie muss sich die Stadt verändern? Und damit dürfen Sie anfangen, Herr Witt. Wie muss sich Ihrer Ansicht nach die Stadt verändern, damit wir lange gesund in ihr leben können? Also die Stadt muss sich einfach als Arzt jetzt auf die verändernden Umweltbedingungen einstellen. Wir haben Umwelt ja bisher unterschätzt. Wenn Sie das in meinem Fachgebiet sehen, da waren vor 20, 30 Jahren die Hauptthemen der Bergbau im Ruhrgebiet, wer der also die Lungen krank machte, und dann kam das mit dem Rauchen. Ich selber gehöre zu den Pionieren, die mit dem Feinstaub was gemacht haben, so ab 2005. Da haben wir zum Beispiel einen Studenten auch induziert, haben gesagt, du klag doch mal auf dein Recht auf reine Atemluft in Brüssel, das haben wir dann auch alles hingekriegt. Und da kam die ganze Geschichte dann mit den Grenzwerten und sowas.
Und solche Initiativen sind wichtig. Ich bin für Urbanisierung, finde auch an Berlin das Charmante, das Urbane. Deswegen fahren auch alle dahin, muss man auch ganz klar sagen. Die fahren nicht hin, weil es dann langweilig ist und irgendwie eine spießige Vorstadt, sondern die Urbanität wird geliebt. Also, aber die Urbanität müssen wir jetzt so gestalten, dass sie uns nicht auf die Füße fällt. Dass wir also urban leben können. Die junge Generation ist ganz toll. Die macht es nämlich so, dass die auch relativ schadstoffarm schon sich bewegt. Das finde ich, das können wir gar nicht genug würdigen. Und da kann man ihnen auch mitgeben, zu sagen, dann baut auch jetzt die Städte so, investiert in Forschung, dass man sagt, wie sieht die New City aus? Es gibt riesige Forschungsprogramme, The New Ocean, zum Beispiel der neue Ozean, wenn er 1 Grad wärmer ist, haben Sie auch gesehen von der Europäischen Union. Aber wir in Deutschland könnten, glaube ich, auch Richtung Wertschöpfungskette solche Modelle nämlich bilden. Leute, die praktisch solche Modellcharaktere in den Städten herausbilden, wo diese ganzen Dinge zusammenkommen. Also nochmal, Umwelt ist bisher unterschätzt worden, das ist Umwelt, Klimawandel und wir müssen jetzt damit umgehen zu unseren Gunsten und vor allen Dingen uns auch an die Spitze der Entwicklung stellen, auch weltweit. Vielen Dank. Frau Schlünzen, wie muss sich die Stadt verändern? Ja, ich habe es, glaube ich, vorhin schon mehrfach gesagt. Also wir müssen sehen, dass die Stadt sich möglichst so verändert, dass sie als Stadt so gar nicht mehr richtig sichtbar ist für uns. Wir wohnen da, wir haben wunderbare Häuser, alles klasse, aber wir wohnen in einer mehr naturnahen Umgebung. Und ich glaube, dass das auch, also das ist rein aus stadtklimatischer Sicht, ich bin ja Meteorologin, aber so als Mensch würde ich denken, dass ich mich dann auch in der Stadt wohler fühle, wenn ich mir Ruhe habe, nicht, die Lärmbelastung, wenn ich nicht so schlechte Luft einatmen muss, wenn es insgesamt vielleicht nicht so heiß ist und ich mich in einen Schatten begeben kann, weil genügend Schattenplätze da sind. Das hat alles Vorteile für Stadtklima und für mich wäre so eine Stadt auch lebenswerter. Vielen Dank. Herr Helbig, Sie haben das letzte Wort. Wie muss sich die Stadt oder wie muss sich Bonn verändern? Ja, also ich glaube, oder das war ja auch mein Eingangsstatement, dass die ganz großen Schrauben zumindest zur baulichen Änderung nicht da sind. Ich glaube zum einen, dass erstmal noch ein deutlich größeres Bewusstsein dafür wachsen muss, dass sich was ändert, um überhaupt den Weg frei zu machen dafür, dass zumindest mit den bekannten Instrumenten, mit denen wir dem Klima oder mit denen wir auch reagieren können auf die jetzige Situation, dass die eine andere Gewichtung erfahren. Das ist, glaube ich, ein sehr zentraler Aspekt. Also ich nehme immer noch wahr, in Bonn gibt es ja den schönen Satz, Bonn ist die nördlichste Stadt Italiens, weil es immer schon hier ein bisschen wärmer ist, mediterrane Pflanzen wachsen, die sonst nördlich und südlich von Bonn schon gar nicht wachsen. Und wenn ich mit Menschen rede und sage, ganz plakativ, was ist denn damals bei dieser Untersuchung rausgekommen, etwa 2 Grad mehr in der Dekade 51 bis 2060, das entspricht etwa dem Klima von Mailand. Und die Reaktion darauf ist eigentlich eher zu sagen, prima. Also ein bisschen wärmer, ein bisschen länger abends draußen sitzen, ein bisschen mehr Abend, mediterranes Feeling. Aber wenn man mal im August durch Mailand in der Mittagszeit durch die Innenstädte gegangen ist, dann ist das eigentlich nicht besonders angenehm. Das heißt, dass das Bewusstsein, was das machen wird und wie sich solche Verschiebungen auswirken, das ist, glaube ich, noch nicht ausreichend da. Man kann es, glaube ich, eher so ein bisschen an einem anderen Aspekt, den wir heute nicht behandelt haben, nämlich dem Starkregen festmachen. Da sind andere Betroffenheiten da, aus meiner Wahrnehmung. Da geht es sofort um große Schäden auch. Und das manifestiert sich jetzt sehr deutlich. Bei allen größeren Bauvorhaben werden inzwischen auch Simulationen gemacht, wie bei einem 100-jährigen Niederschlagsereignis dann Überflutungen stattfinden und baulich darauf reagiert. Da gibt es dann noch Einflussmöglichkeiten. Also als erstes denke ich, glaube ich, muss da ein bisschen noch an Bewusstsein wachsen und infolgedessen dann auch, um es mal auf die politische Ebene zu heben, in der Abwägung, wenn sich Stadt entwickelt und vielleicht auch noch neu gebaut wird, dann diesen Aspekten einfach in der Abwägung, eben war vom IFS auch die Rede, das ist ja ein Instrument, also das integrierte Freiraumsystem, wo aufgeführt ist, wo sind welche Grünflächen, welche Funktion haben sie, dass die in der Abwägung am Ende, wenn es zu einer Entscheidung kommt, ob an dieser Stelle gebaut werden soll oder nicht, einfach eine deutlich größere Bedeutung bekommen. Und dann vielleicht noch einen letzten Aspekt. Ich sehe aber auch, dass es sehr
motivierende Initiativen gibt mit Bewegungen, auch in Bonn, die sehr stark daran interessiert sind, zum Beispiel auch Kleingrünflächen zu schaffen, Stichwort Urban Gardening. Es gibt es auch in anderen Städten, Berlin ist dafür auch sehr bekannt. Man guckt, wo sich andere Entwicklungen, die eher so von unten kommen, jetzt entwickeln, sagen, unter dem Aspekt, dass sich Städte wandeln, zu gucken, was können wir da machen oder wo gibt es Aspekte, die dann auch einen unmittelbaren Einfluss, Stichwort mehr Grünflächen und auch eine entsprechende Pflege dieser Flächen, was bedeutet stärkere Verdunstung haben, sodass das, denke ich, auch eine Option ist, die da in einem Wandel durchaus eine Rolle spielen könnte. Dankeschön. Ich danke Ihnen dreien ganz herzlich. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören, fürs Mitmachen, für Ihr Durchhaltevermögen bei diesen Temperaturen und darf das letzte Wort an Frau Siegel von der DFG geben.